Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metro Last Light. Wir befinden uns im Hauptmenü in der Kapitelauswahl mit dem lieblichen Geräusch dieses Gefährts im Hintergrund. Ich muss dazu sagen, ich habe Metro weitergespielt. Ihr seht hier die Mission, die Kreuzung, Brücke, Depot und die Tote Stadt und der Rote Platz. Habe ich alles schon gespielt, waren ungefähr 3 Folgen und dann ist mir aufgefallen, scheiße, ich habe 2 Tonspuren, die absolut gleich sind und nicht meine Stimme aufgenommen. Ich habe auch schon ein Plan B Video, aber weil ich nicht wusste, ob es eine Kapitelauswahl gibt für Metro. Und das gibt es jetzt aber, ne? Deswegen spiele ich jetzt den ganzen Kleinratsch nochmal, weil ich möchte jetzt auch nicht einfach hier so das Spiel hier so neben liegen lassen und nicht mehr weitermachen, nur weil mir dieser blöde Fehler unterlaufen ist hier. Tut mir wirklich sehr leid, aber ich spiele es nochmal. Ihr habt ja kein Problem damit. Ihr habt es ja nicht gesehen. Ich muss es halt nochmal machen. Ist aber auch nicht so schlimm. Deswegen machen wir jetzt wieder. Also, ja, ja, ist okay. Gut, das ist sowieso egal. Die. Of course, I could not kill him. And while I am alive and my heart is beating, I will protect him. Khan says we will be able to use him to stop the war. Yes, he can make miracles happen, but I don't want to use him. His war was over when I targeted the missiles at his home, his family. So, wir steigen jetzt direkt wieder nach der Zugfahrt hier. Wow, wir steigen direkt wieder nach der Zugfahrt hier in das Spiel ein, wo wir den Schwarzen befreit haben, den Dark One. Ich wollte ja nicht mehr Schwarze sagen, ne? Ist ja auch nicht so gut. Boah, ist das laut. Okay. Alright, und ich habe keine Munition. Das ist awesome. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Munition. Wunderbar. Wie gesagt, wir steigen direkt nach dem Zug, als wir den Dark One hier befreit haben, geht es jetzt direkt wieder in das Spiel. Die nächste Mission, die Kreuzung heißt das Ganze hier. So, und wir laufen mit dem... Uah. Wir laufen jetzt mit dem Kleinen hier durch die Gegend. Versuchen hier auf eine Brücke zu kommen. Ups. Und ich hab... Ja! Er ist schon tot, er ist schon tot. Bist du auch schon tot? Hör auf, diesen Fluss zu begatten. Okay, das ist schon... Ich dachte gerade, die liegen manchmal so echt extrem komisch da, dass ich... teilweise meine, die sind gar nicht tot und dabei liegen die dann nur so in der Ecke rum und ich hab... Ja, jetzt hab ich gar keine Munition mehr. Jetzt hab ich nur noch mein Scharfschützengewehr. Alter, das ist so laut. Pieselt euch. Boah, ich muss echt mal hier den Sound runter machen. Das ist... Moment mal kurz. Jetzt ist zu leise. So. Ich habe so eine blöde Lautstärkeneinstellungsteil am Headset hier und da braucht man doch relativ viel Kraft. Und ich mit meinen dünnen Ärmchen... Kann das nicht richtig einstellen. Ja, total außer Puste hier mal. So. Ich brauche jetzt aber trotzdem noch ein bisschen Munition oder sowas. Na? So. Alright.
Ich darf wahrscheinlich mal wieder nicht ins Wasser reingehen, aber hier ist was Schönes. Mann, es ist die Gasmaske wieder kaputt. Oh, das ist nicht gut. Absolut nicht gut. So. Ah ja. Nicht gut. So, wenn die Gasmaske kaputt geht, ist mir letztens aufgefallen, macht das ja überhaupt keinen Sinn. Nee, nicht schon wieder so ein Vieh. Ich hab genug von diesen Fischdingern. Ach, da ist er. So. Ich habe das ja alles schon gemacht hier. Ich habe das ja schon alles gemacht hier. Und ich werde jetzt, das Gute auf der einen Seite ist, ne? Ich laufe jetzt nicht so planlos durch die Gegend, obwohl das wahrscheinlich auch passieren wird, weil ich wieder alles vergessen habe. Auf der anderen Seite waren es eben auch so unglaublich wichtige Folgen, was so viel passiert ist in dem Spiel. Mir ist da auch letztens aufgefallen, die Waffe hier ist mega gut. Nee, das Jagdgewehr hier. Kann man richtig gut das sind ja gar nicht die Schwarzen. Wie hießen die nochmal? Hunter oder Stalker oder sowas. Keine Ahnung. So Wolfsviecher. Kann man mega gut killen damit. Geht schon ab. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir einen Haufen Munition sparen können. Aber ich meine, ich muss ja mit der anderen Waffe immer 50 Milliarden... Schon wieder die Viecher hier. Muss er mit der anderen Waffe immer 50 Mal draufschießen und verschießt immer ein komplettes Magazin. Und hier in diesem... Okay, verpiesel dich. Das ist besser für dich. Jo. Ich glaube, hier kommen doch noch mal welche. Und, ich muss dazu sagen, ich habe endlich mal genug Filter dabei. Also ich habe wirklich richtig viel dabei. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt einfach wieder irgendwie so mit Standardsachen, aber ich glaube, das passt schon so ungefähr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er mit Standardmunition dann hier wieder die Mission anfängt, mit Standardfilter, oder ob er einfach einen alten Speicherplatz nimmt und das einfach wieder hier wieder herstellt. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das gut, weil ich... Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Weil ich jetzt relativ viele Filter dabei habe. Und, na gut, mit der Munition ist natürlich ein bisschen schlecht, aber... Wir finden ja immer einen Haufen noch so nebenbei. Wunderschön. Mit dem armen Kind hast du das abgenommen. So, hier so eine Gasmaske, die ist kaputt. Kann man nicht aufnehmen. Aber den scheiß Kindergelachen hier im Hintergrund wieder. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Das war so klar. Ich habe mich trotzdem erschrocken, obwohl ich schon kein... Ja, was war hier? Oh Gott. Ich glaube, hier bin ich auch 50.000 Mal gestorben. Wow! 50.000 Mal gestorben, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich muss hier einfach nur durchrennen. Weil ich das mal gerafft habe, ne? Ah. Bis ich das mal gerafft habe. Ihr kennt mich ja. So, jetzt hier über diesen alten Eisenbahnwaggon rüber, ne? Da drüben rüber. Ich dachte ja auch am Anfang, Flugvieh da ist so eine Art Endboss oder sowas. Verpieselt euch, ich mag euch nicht, ne? Nicht die Gasmaske kaputt machen, alles ist gut. Das nehme ich noch mit. Und hier gibt es noch eine neue. Huh.
Ich denke, hier bin ich sicher. Alter, ihr so dunkel. Whatever my intentions concerning him might be, the little dark one just does not seem to care. He keeps following me, as if I never was going after him. As if we were tied together by fate. So, und für diese Mission oder für dieses Kapitel habe ich eine komplette Folge gebraucht. Interessant zu wissen, ne? Also ich finde, wir liegen gut in der Zeit. Vielleicht haben wir sogar eine 2 Folgen durch. Ich kenne ja schon alles. So. Gucken wir gerade mal schnell, was es hier hinten noch gibt. Ich glaube, hier hinten gibt es noch einen Haufen Munition. Hier liegt auch noch mal so ein Scharfschützengewehr rum. Das rüste ich eigentlich. Das könnte ich eigentlich auch ausrüsten, ne? Wenn wir so ein bisschen Schiss hier auf engem Raum, nämlich meistens immer. Jetzt bleib ich hier hängen. Die andere Waffe. Naja, stimmt ja. Hier gab es ja das Gedönse hier. Was ist da drüben? Das ist Feuer. Wir sehen jetzt übrigens dann alles so ein bisschen aus der Sicht von dem Schwarzen. Von dem Dark One. Das tut mir wirklich sehr leid, wenn ich immer Schwarze sage. Stimmt ja gar nicht. So, wie habe ich das denn gemacht? Ich bin hier irgendwie so durchgeschlichen. So Sam Fisher-like. Ich gehöre zu euch. Bin Praktikant. Austauschschüler oder sowas. Von mir geht keine Gefahr aus. So, scheiße, kommen wir hier rüber. Da hinten, okay. So, hier sind wir schon mal ziemlich gut durchgekommen. Ich glaube, hat er noch was dabei? Nein, nicht. Okay. Ach, da hinten. Boah, Alter, das ist so komisch, wenn man das hier... Hier liegt ein Schlüssel rum. Aufnehmen. Aufnehmen, bitte. Jetzt, sofort. Hier, da. Alright. So, Filter tausche ich mal aus. Hier ist noch was zum Aufnehmen. Oh, endlich wieder ein Haufen Munition für mich. Die Waffe lasse ich jetzt einfach mal. Oh, mit so viel Munition, das fühlt sich schon wieder viel besser an. Fühlt man sich gleich schon wieder viel sicherer. So, hier hinten geht's hoch. Stealth-Aktion geht weiter. Kommt schon einer an. Oh. So ein Häschen kann er jetzt angesprungen. Nee. Bleib da. Ja, spring einfach runter. Nein. Ich muss doch immer so lange nachladen. Dafür sind das die Kleinen hier, die halten mich so viel aus. Oh Gott, meine Grasmaske ist schon wieder. Okay, soll ich mich jetzt wieder hier durchschleichen oder was? Weiß ich schon gar nicht mehr. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Ah, wir gehen einfach hier lang. Geht schon irgendwie. Alles gut. Alles gut. Ich gehöre zu euch. Ich glaube, hier hinten gab es aber nichts, ne? Warum laufe ich denn da hinten hin? Boah, ihr drängt mich jetzt aber auch echt in die Ecke rein hier. Seiten. Ist er immer noch nicht tot. So. Und mal wieder ein komplettes Magazin verschossen. Ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, wenn ich das hier gerade so spiele, wie das in diesem Ranger oder in diesem Hard-Mode-Modus ist von Metro. Wenn man dann wirklich ohne HUD spielt und
dann wirklich hier auch auf die... Ach, hier unten ist der... Den habe ich nicht benutzt. Den Schlüssel hier für den Safe das letzte Mal. Wenn man dann in diesen Hard-Mode-Modus spielt und das HUD komplett deaktiviert ist und man dann wirklich auf die Waffe hier achten muss, wie viel Munition man noch hat, finde ich auch ziemlich interessant, aber ich glaube, das ist einfach viel zu hoch für mich. Das raff ich nicht. Boah, hast du schon wieder keinen Filter? Ich weiß auch gar nicht, was das für Viecher sind hier. Vor allem sehen die mega komisch aus. Nein! Nicht machen! Was machst du denn? Jetzt. Schon wieder einer! Was spucken die denn immer? Ich will gar nicht wissen, was das ist. So. Nee, nicht schon wieder! Nee. Du bist aber neu. Du bist aber neu. Ach, vielleicht die andere Waffe nehmen. Boah, komm, ich renne einfach durch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, hier komplette Munition hier immer... Nehmen wir mal schnell mit. 12 Minuten Filter haben wir. Yes! Oh Gott! Wechseln. Oh Gott, da steht schon neben. Er ist immer noch nicht tot. Was soll denn das? Hier hoch. Ich will jetzt auch nicht die ganze Munition verschwenden. Nee, oh Mann! Ist das immer noch derselbe? Jetzt ist er mal tot. Naja, super. Ah, super. Ich habe schon wieder keine Munition. Okay. Ein bisschen was? Ne? Nee, brauche ich nicht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie habe ich das nochmal gemacht? Jetzt ist schon der erste auf mich draufgesprungen. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß nicht, ob man den abschießen kann hier. Groß, aber dumm. So mag ich meine Mutanten. Das war schon wieder viel zu viel für mein kleines Herz. So. Munition, bitte. Hier. Ah, yes. Hier ist der Safe. Den ich öffnen wollte. Genau, jetzt. So. Ich muss ein bisschen Patronen sammeln, denn ich weiß nämlich, dass demnächst irgendwann mal
ein Händler kommt, der neue Waffen verkauft und ziemlich coole Waffen sogar. Also ich habe noch gar nicht alle Waffen zusammengesammelt und noch gar nicht alle Waffen gesehen. Und er hat einige ziemlich gute Sachen dabei, zum Beispiel so ein großes Maschinengewehr. Was ich auf jeden Fall haben möchte. So. Hui. Ich bin jetzt hier reingekommen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut auch in die anderen Projekte rein. Und wir sehen uns wieder zu einer neuen Folge Metro Last Light. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.